Hallo liebe Zuschauer und Freunde des königlichen Spiels, mein Name ist Niklas Schmidt und das ist eine neue Folge Unglaubliche Züge. Mal sehen, was ich heute für euch habe. Ein Beispiel von Ex-Weltmeister Tigran Petrosian. Er spielte 1976 gegen John Peters mit den weißen Steinen. War hier am Zug, hat bereits eine überzeugende Stellung aufgebaut. Aber was er jetzt machte, das fand ich sehr beeindruckend und deshalb wollte ich gerne dieses Beispiel hier in die Serie mit aufnehmen. Stoppt das Video bitte jetzt und überlegt euch, was ihr jetzt machen würdet mit Weiß. Ja, die Frage ist, wie verbessert man weiter seine Stellung? Es sieht erstmal so aus, wäre Weiß schon optimal aufgestellt, alle Figuren aktiv, auf optimalen Feldern und Schwarz passiv. Aber es gibt eine Figur, die ist nicht optimal platziert und das ist der König. Man würde nämlich gerne, wenn möglich, hier die schwarze Königsstellung angreifen. Und deshalb fing jetzt Petrosian an, seinen König zum Damenflügel zu bringen, König F1. Und wenn wir uns jetzt die nächsten Züge anschauen, dann wandert der König erstmal H5, nochmal Fixierung der Bauern am Königsflügel. Und jetzt wandert der König weiter Richtung Damenflügel. Dame B5, der Abtausch des Läufers auf F4 stört Weiß nicht. Und der König wandert weiter. G4, nochmal schön, um auch das Feld F5 wegzunehmen und auch die schwarze Stellung weiter einzuengen. Und ihr seht, Schwarz kann nur tatenlos zusehen. Weiß hat so eine Kontrolle über die Stellung, dass Schwarz kein Gegenspiel hat und Weiß ganz gemächlich mit dem König hier jetzt zum Damenflügel rüber gedackelt ist. Und jetzt kann man sich mal den schwarzen König anschauen. Wenn ihr euch jetzt vorstellen würde, der König wäre immer noch auf G1, dann würde sich das ein bisschen luftiger anfühlen und nicht so sicher. Mit dem König auf B1 ist es bombensicher und Weiß kann jetzt ohne Probleme hier die Bauern nach vorne ziehen, wenn er es dann möchte. Dame D6 tatsächlich war es, glaube ich, tat das gar nicht mehr so Not. Schach. Turm F8 geht auf den F7 Bauern, Dame C7 und F4, was nun die Idee Springer E5 in die Stellung bringt, auch der unangenehmen Drohung Dame D3, Läufer C5 und Dame D5, Dame F5 Schach ist jetzt auch in der Stellung, Turm E5, letzter Versuch. Dem Abzug hier, Weiß hat viele Gewinnmöglichkeiten. Er spielt einfach Turm schlägt F7, schlägt den Bauern, falls Schwarz auf D5 schlägt, schlägt Schwarz auf, Weiß auf C7, greift den Läufer an, greift den Bauern an, steht absolut überwältigend und das wollte sich hier Peters nicht mehr zeigen lassen und gab deshalb nach Turm schlägt F7 auf. Ja, ein sehr schöner strategischer Königsmarsch hier von Petrosian, was mich auch an eine frühere Folge erinnert. Ich kann jetzt nicht aus dem Kopf sagen, welche es war, aber wir haben sowas schon mal gesehen mit so einem Königsmarsch, glaube ich zumindest. Und das finde ich immer sehr tief. Petrosian hat erkannt, was kann ich noch tun, meine Stellung zu verbessern? Ah, die Bauern nach vorne schieben am Königshöhe, aber dafür muss erstmal der König weg von dort, denn sonst würde es für ihn zu gefährlich werden. Da hat er sich die ganze Zeit genommen mit dem König rüber und dann Bauer nach vorne und Schwarz hatte keine Verteidigung mehr. Ich hoffe, euch hat das Beispiel gefallen. Ist ja ein bisschen was anderes als, sag ich mal, die letzten Beispiele, wo es immer um Damenopfer und taktische Schläge ging. Und schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare und dann sehen wir uns wieder nächste Woche. Macht's gut.